Hallo YouTube, hier ist 66 Shadow mit dem Gameplay-Commentary von mir mit Abschussbestätigung auf der Map Fallen. Das Gameplay ist ein ganz altes Gameplay von mir. Ich hatte ja MW3 schon circa eine Woche vor Release. Also könnt ihr euch schon vorstellen, wie alt es ist. Mir hat das gefallen, das Gameplay. Deswegen habe ich es hochgeladen. Da merkt man noch, wie mein Aim noch etwas schlecht war vom Black Ops auf MW3 umsteigen. War schon leicht, aber anfangs ein bisschen ungewöhnlich. Die Waffen halt anders, die Map unbekannt, die Gegner alle, keiner wusste genau, wie die Maps sind. Da habe ich halt mal anfangs mal angefangen zu campen, wie man hier sieht. Ja, Camper, Noob, ja klar, ich weiß. Egal, führt zum Ziel. Und jetzt, ja, aktuell MW3, sieht man, wie alle campen und wie saumäßig laggt. Das Patch hat auch nichts gebracht, das aktuelle, was zurzeit ist. Matchmaking immer noch der größte Scheiß, was es hier gibt auf der PS3. Auf der Xbox, wie ich es von meinen Kollegen gehört habe, läuft es einwandfrei, super und flüssig. Ist halt schade. Und die DLCs, wie ich es mitbekommen habe, soll es für uns PS3-User noch wie in Black Ops wieder später bekommen. Auch für die Elite-User, so wie ich, wo 50 Euro gegeben haben für den scheiß Elite-Modus, wo es noch mal richtig funktioniert. Hätten die ein Vorbild an MGO genommen, da läuft das Clan-System alles perfekt, hätten die mal was abschreiben können von denen. Haben die nicht gemacht, aber mal gucken, ob die es noch Elite packen können. Ja, hier sieht man, wie ich mit der MP nur noch ab, weil ich meine Scar leer geschossen habe, aber mit der MP9 geht's, ging. Ja, was soll man sagen? Die Scar L habe ich anfangs dauerhaft nur die Scar L benutzt, weil die mir sehr gefallen hat. War irgendwie, ist irgendwie besser für mich als mit der Scar H wie in MW2. Hat mich sofort angesprochen, die Waffe. Habe es von Anfang an benutzt gehabt. Habe es auf Gold hochgejagt, bis ich meinen ersten Prestige gegangen bin. Und dann habe ich gemerkt, ah, die AK, die läuft auch sehr gut. Kombiniere ich jetzt, je nach Map-Situation, muss man halt sagen, muss man halt die Waffe entsprechend benutzen. Wie auf Dome, da wäre es gut, wenn man eine OMP oder eine P90 hat oder die PP90. Die Waffe hasse ich so arg, wenn die Leute das benutzen, weil die so eine hohe Feuerrate hat. Nee. Oder die FMG Akimbo. Da muss man nur die Akimbo einmal draufhalten. Bam, ist man gleich tot mit der dummen Feuerrate. Dass sie die Waffe nicht gepatcht haben. Oder die Typ 95. Die nervt mich auch. Und hier sieht man, ich stirb gerade ein paar Mal hintereinander. Rushen ist nicht so immer gut. Aber oben habe ich ja mein Harrier. Ah, nix hier. Harry gibt's ja nicht mehr. Mein Heli. Ah, ist jetzt weg. Mein Aha auch weg. Jetzt hier sterbe ich nochmal. Bam, tot. Mein Comeback muss jetzt wieder langsam mal kommen. Ja, hier sehen wir jetzt diesen Penner. Wie ich, muss man sagen, hat eine dumme Shotgun. Und bam, tötet er mich. Obwohl ich ihn 3-4 Mal schon erwischt habe, sterbe ich wieder mal. Ja, das Problem anfangs war MW3, wo ich es hatte vor Release, wo noch weniger online waren. Das waren circa 200 Leute, wo MW3 gespielt haben. War es nicht so laggy wie jetzt, wie wir es heute kennen. Damals war kaum Lag da. Es war richtig schön flüssig. Hatte mal keine Probleme. Meistens waren halt Amis online. Habe ich per mein Headset immer wieder gehört. Nur Amis und Amis und Amis. Ja, da sind wir oben rechts, ja, von so einem, ja, Arztlag Edin 23. Hat mich halt geaddet, wo er gesehen hat, von meinen Videos, wo ich hochgeladen habe, dass ich MW3 eine Woche früher hatte, weil es viele nicht geglaubt hatten, wie ich es halt eine Woche früher haben kann. Habe ich auch ein Unboxing gemacht, ja, von MW3. Bin ja Maler und Lackierer, da hat man schön meine Hände gesehen, schön mit Lack. Und wie ich dann die schöne Battlefield 3 CD in die Tonne geschmissen habe. Ich bin auch ein MGO-Gamer, Metal Gear Solid Online,
in meinen Augen das beste Third-Person-Shooter, was es gibt. Ist Top-Spiel seit 2008 und das Spiel ist bombenmäßig. Ein besseres Spiel gibt es in meinen Augen nicht. Da ist sogar Call of Duty ein größter Scheiß dagegen. Mehr MGO, Metal Gear Solid Online, Bombenspiel halt. Probiert mal das aus. Holt euch die DLCs. Im Survival Mode gibt es dort. Das ist ganz anders wie hier. Das ist so wie Turnier. Ist turnierähnlich. Da gibt es Dienstgradepunkte. Von C. Ja, von Rookie bis zur SS. Plus zu Elitensoldaten halt. Mit Dienstgradpunkten. Hat auch ein Level-System. Empfehle ich euch. Metal Gear Solid Online. Bombenspiel. Best ever. Da könnte Call of Duty einen Kuchen abschneiden, wie Uniformen kaufen, Baretts kaufen, Helme kaufen. Das ist ein Hammer. Und bei Black Ops haben die es ja mal probiert, mit den kompletten Anzügen, anzugmäßig. Und hier sieht man, hinter mir ist ein Gegner und mein Teamkamerad hat meinen Arsch gerettet. Super, damals haben nicht viele egoistisch gedacht. Aber jetzt alles Egoisten. Kills, 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 Kills. Ja, habe ich auch damals anfangs nur auf Kills, meistens auf Kills gespielt. Das war sogar mein allererstes Abschussbestätigungsspiel. Da habe ich mal einfach mal ein bisschen gesammelt, gekillt, gesammelt. Und hier, ja, hier trägst du neben Lehm, schießt du meine Helis da ab. Die schießen ja euch ab. Von mir will ich mal was erzählen. Ich bin 23 Jahre alt, bin Maler und Lackierer, lebe in Stuttgart. Wieso ich live kommentiere jetzt mal? Ich habe halt ein paar Channels gesehen, vor allem einen, der Killer Chris 1. Hat ein cooles Channel, ist witzig, ist nicht so wie die anderen. Der macht viel abwechslungsreich, gefällt mir richtig. Mal schauen, ob ich so genauso gut werde wie er. Okay, mein erstes Commentary jetzt hier. Ja, hört's ein bisschen dumm an. Scheiße, egal. Ich probier's mal, vielleicht wird's was. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video angucken würdet. Vielleicht auch auf Gefällt mir drückt, keine Ahnung, ist eure Sache. Aber wie gesagt, ML3, ein sehr gutes Spiel eigentlich. Ist nicht an COD4 rangekommen. Ja, das ist bedauerlich. Ist halt ein Mix zwischen MW2 und Black Ops und die Maps. So camperlastisch, finde ich. Die campen so arg in meinen Augen. Mal schauen, wie es mit den DLCs jetzt wird, wo jetzt im Januar kommt. Sollen hier ein paar Retro-Maps kommen aus MW2 und MW. Ist eine Nostalgie-Map-Pack, was ich gehört habe. Und das Video ist gleich hier auch zu Ende. Sehen wir kurz noch das letzten Kill. Ich hatte, glaube ich, 39:9. Ist nicht das große Ding, aber ist okay. Ja, 39, also viel Spaß mit meinem Video. Ciao, ciao.